Mein allererstes Video hieß Dancing Drug Delivery. Das war für den Wettbewerb Forscher tanzen. Wie der Name schon sagt, es ging darum, seine Forschung zu vertanzen. Das war so eine Art kleiner deutscher Bruder von Dance Your PhD. Und da ich auch tanze, also ich tanze Hip-Hop und damals war ich in Aachen, da war ich auch Hip-Hop-Lehrerin und wir hatten so eine Crew von der RWTH Aachen, dann habe ich alle zusammengeholt und dann haben wir eben dieses Video gemacht und ja, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann nach längerem Überlegen und nach Mut sammeln dann meinen eigenen Kanal angefangen habe. Ja, also es ist eine Herausforderung. Es ist ja eigentlich für uns Experten immer am schwierigsten, es möglichst einfach zu erklären. Man ist ja so ein Fachidiot nach einer Zeit. Vor allem, wenn man eine Doktorarbeit macht, dann muss man schon mal einen Schritt zurückgehen oder auch immer wieder mit Leuten reden, die eben Laien sind und sie fragen, sag mal, verstehst du das auch oder findest du das auch so cool wie ich oder nicht? Und wenn nicht, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, es denen zu erklären. Also ich glaube, am meisten Spaß macht es mir schon auf der Bühne. Also vielleicht kommt es so vom Tanzen. Das finde ich halt cool, wenn die Leute da sind. Man kann sie angucken, man kriegt dann direkt das Feedback. Aber YouTube finde ich auch sehr cool, weil es eben auch sehr interaktiv ist. Man lernt dann so langsam seine Community kennen. Es sind dann zwar alles auch Avatare und Username, aber nach einer Zeit kennt man sich dann auch und trifft sich unter anderen Videos wieder und so weiter. Das ist auch sehr schön, ja. Ich habe von Fast Forward Science erst dieses Jahr gehört, aber war sofort natürlich völlig begeistert, dass es einen Webvideo-Wettbewerb für Science gibt. Und ich finde es sehr cool. Ich werde wahrscheinlich noch das näher verfolgen, vielleicht auch noch mal mitmachen oder ziemlich sicher.